Peace, liebe Pflanzenfreunde. Hier ist wieder euer Rastadanda. Ich weiß, es kam schon lange kein Video mehr und das regt mich selbst auf, weil ich bin so motiviert am Anfang und dann irgendwann lässt die Motivation nach und dann höre ich wieder auf. Das ist, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt regelmäßig Videos und zack, habe ich wieder keine Videos gemacht. Mann, 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 Mann. Egal, fangen wir jetzt mal einfach mal an. Ich habe mir gedacht, dass wir nicht nur so weitermachen mit Pflanzen oder sondern wie es letztes war mit dem Rasen, gehe ich im nächsten Video drauf ein, mit dem Rasen, dass wir ein bisschen mehr in die Theorie reingehen. Ja? Weil viele von euch, denke ich, geht schon von aus, sind auch von der Ausbildung und ja, da denke ich, könnte ich da auch mal ein bisschen, dass ihr mal ein bisschen Eindruck davon kriegt. Das kommt dann meistens im zweiten oder dritten Lehrjahr, kommt es dann dran. Und zwar habe ich gedacht, machen wir Lernepflanze. Also es geht in die Hauptnähr- und Spurnährelemente. Auf die Elemente, genau. Was sind Hauptnährelemente? Hauptnährelemente sind Pflanzen, wo jede Pflanze braucht. Ja, es ist Spurnährelemente sind, wo die Pflanzenwachstum steigert oder die Produktion oder die Früchte steigert, irgendwas von den Sachen, wo einfach nur, wo die Pflanze braucht zum Früchte tragen oder für andere Dinge. Ja, also das, aber die Hauptnährelemente, ohne die Hauptnährelemente gibt es die Pflanze gar nicht. Ja? Und ja, dann habe ich mir gedacht, sage ich mal die ganzen Hauptnährelemente auf. Was sind alles Hauptnährelemente? Hauptnährelemente sind Stickstoff, Phosphor, Kalium, Magnesium, Calcium, Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Schwefel. Genau. Das sind die neuen Hauptnährelemente. Und ich könnte theoretisch auch noch in einem dieser Hauptnährelemente ein kleines bisschen eingehen und ja, und komplett tief in diesen Hauptnährelement reinzugehen, mache ich schon mal ein extra Video. Das erste ist Stickstoff. Stickstoff hat die Aufgabe, ist DNS-Aufbau und Chlorophyll-Aufbau, genau. Was ist DNS-Aufbau? DNS ist entweder DNA oder DNS, kann man beides sagen. Ja, besteht aus sechs verschiedene Grundskelette. Das eine ist Thymin, Adenin, Guanin und einmal das ist das schwerste Cytosin, genau, der Cytosin. Dann kommt natürlich noch Zucker und Phosphor. Genau. Aber um jetzt weiter da einzugehen, glaube ich, brauche ich jetzt nicht mehr in diesem DNS oder DNA. Nur weiter in diesen Stickstoffbereich gehen wir jetzt mal weiter rein. Okay? Gut, das war's von diesem Thema. Ich hoffe, dass jetzt regelmäßig einfach immer weiterkommen, weil ich habe die Schnauze voll, einfach immer zu sagen. Nee. Gut, das war's von diesem Thema. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und könnt doch mal, vielleicht mache ich das im nächsten Video. Die Mangelsymptome oder die Überschusssymptome. Was die Symptome sind, wenn du zu viel hast oder zu wenig hast von diesem Stickstoff oder Sauerstoff, von diesem Stickstoff-Mangelsymptom oder wie gesagt, Überschuss an Stickstoff. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Rastadanda. Peace.